Lass uns im Folgenden mal auf das doch recht große Thema Depression, speziell Männerdepression, kommen. Bevor es losgeht, ich bin natürlich kein Arzt und was ich hier von mir gebe, sind keine Heilversprechen oder ähnliches, sondern simple Beobachtungen, persönliche Einschätzungen. So wie ich die Sache sehe, sind Depressionen als Krankheitsbild in hohem Maße fiktiv und beziehungsweise oder ein lukratives Geschäftsmodell. Ein Phänomen also, das man Männern und Frauen wunderbar einreden kann und die große Mehrheit wird's dann auch wie immer nachplappern. Gerade im heutigen Zeitalter, in dem Gefühle einen höheren Wert als Rationalität haben. Neulich erst habe ich ein Video von einem bekannten deutschen Fitness-YouTuber gesehen. Der gab seinem Video den reißerischen Titel »Wir müssen reden, es geht mir schlecht« oder sowas in der Richtung. Dachte ich mir, klickst du einfach mal an und ja, da erwartet man natürlich eine Art Hiobsbotschaft, Leukämie-Diagnose, eine Beinamputation, Einstellung des Kanals, den Verlust eines Familienmitgliedes, irgendetwas in der Richtung. Nix dergleichen. Im Video ging es dann 15 Minuten lang um den minimalen Verlust von Antrieb und Motivation, den der Junge hatte. Was aber derart dramatisiert wurde, dass mir zumindest extrem übel wurde. Und genau das ist auch, was ich gerade meinte. Aus einer Mücke wird ein Elefant gemacht und hätte sich vor 30 oder 40 Jahren einer so gegeben, dann hätte man den ausgelacht und gar nicht ernst genommen. Schneeflöckchen-Mentalität ist heute absolut Zeitgeist und wird leider auch honoriert. Das große Stichwort beim Thema Männerdepression ist ganz klar nicht zuletzt die flächendeckend propagierte Leugnung von geschlechtlichen Unterschieden zwischen Mann und Frau. Und ich werde dann auch demnächst mal, wahrscheinlich in meinem nächsten Video, einen erstaunlich ehrlichen Beitrag aus einem amerikanischen Mainstream-Blatt analysieren, der genau das anprangert. Nämlich, dass man auf Mann und Frau dieselben Maßstäbe anwendet. Lass uns aber hier auf einen Beitrag des MDR blicken. Hier geht es darum, was Männer tun können, wenn sie bei sich sogenannte depressive Verstimmungen beobachten. Und ganz ehrlich, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich annehmen, dass dieser Beitrag hier ein Satirebeitrag ist. Lass uns mal reingucken hier. Immer wenn es Stress gibt, stecken Männer dahinter. Ob nun beim Fußball oder in der Weltpolitik. Aggressiv und toxisch. Auf jeden Fall müssen Männer Macher sein. Wow, das nenne ich mal Framing und perfekte Einleitung, um Männern zu helfen. Meinst du nicht auch? Da fühlt man sich doch gleich wertgeschätzt. Man hätte es vermutlich sogar noch dramatischer machen können oder sollen. Immer wenn es Stress gibt, stecken Männer dahinter. Ob nun beim Fußball oder in der Weltpolitik. Aggressiv und toxisch. Aggressiv und toxisch. Okay, weiter. Aber sie können auch anders als Väter, einfühlsam und liebevoll. Das klassische westliche Männerbild verlangt mehr ab, als viele aushalten. Das klassische Männerbild verlangt mehr ab, als viele aushalten. Das musst du dir mal geben. Hier wird suggeriert, dass Männer zur Beratung gehen, weil das klassische Männerbild schuld sei, welches zu präsent ist. Oh Mann, also weiter an der Realität vorbei kannst du einfach nicht sein. Viel wahrscheinlicher ist das genaue Gegenteil. Nämlich, dass Männer ihren klassischen und natürlichen Tugenden immer weniger gerecht werden dürfen. Manche von ihnen gehen dann zur Männerberatung nach Jena. Im Endeffekt leiden auch viele Männer daran, dass sie die Norm nicht erfüllen. Oder ne, sie sind dann halt keine Bodybuilder mit einem Job, der 6000 brutto gibt und mit irgendwie großen Statussymbolen. Naja, hier wird's zumindest mal ansatzweise richtig, denn natürlich wollen Männer stark sein und auch viele Güter anhäufen. Dieser Instinkt ist der normalste, den man haben kann. Wenn du den nicht hast, solltest du dringend deine Testosteronwerte prüfen lassen. Ich komme gleich darauf zu sprechen. In Beratungsgesprächen lernen Männer, wie sie ohne Leistungsdruck und dickem Bankkonto gute Väter oder Beziehungspartner sein können. Was bedeutet Männlichkeit überhaupt noch? Wandeln sich die gesellschaftlich vorgegebenen Geschlechterrollen doch zunehmend? Ups, das war unglücklich formuliert.
Damit kann er ja nur das vorgegebene Narrativ meinen, es gäbe keine biologischen Geschlechter. Dadurch ändert sich ja die Gesellschaft, wie wir alle sehen können. Und genau dadurch, unter anderem, gibt es auch immer mehr das, was man Depressionen nennt. Ein Kernpunkt, den du bei diesen Anbietern nie finden wirst, ist die Korrelation zwischen Männerdepression und hormonellen Störungen. Und hier ganz explizit Testosteronmangel. Bevor du also zu komischen Beratungsstellen gehst, bist du vielleicht besser beraten, deine Testowerte nach oben zu bringen. Ich habe hierzu auch schon eine Reihe an Videos gemacht, sieh dich gern mal auf meinem Kanal um dazu. Wenn es um Therapie gegen vermeintliche Männerdepression geht, kann ich dir die hier gezeigten Anbieter natürlich auf keinen Fall empfehlen. Denn, naja, du löscht ja auch kein Feuer, indem du Kerosin draufkippst. Deine Therapie sollte anders aussehen. Schmeiß lieber ein paar Reifen um, nimm an Bootcamps teil, betreibe Kampfsport und Krafttraining und hol dir natürlich auch unbedingt mein Buch, falls du es noch nicht hast. Das hat dann jede Menge äußerst erleuchtende Erkenntnisse parat und könnte für dich der Auftakt für ein natürlich maskulines Leben sein, von dem auch dein Umfeld profitiert. Übrigens wäre ich auch mit TRT, also Testosteronersatztherapie, die ja in der Manosphäre oft empfohlen wird, sehr vorsichtig. Den Begriff TRT solltest du meiner Ansicht nach als U35-Mann nicht mal in den Mund nehmen. Und wie gesagt, guck vielleicht lieber auf das Thema der endokrinen Disruptoren, sorge für Cholesterin in deiner Ernährung, auch schon mal gesagt, ist die Voraussetzung für Testosteronproduktion und lerne auf allen Ebenen den aggressiven Wettbewerb zu schätzen. Im nächsten Video sehen wir uns dann den US-amerikanischen Beitrag an, in dem die Erkenntnis, dass Mann und Frau ein komplett verschiedenes Bild von Wohlbefinden haben, zur Sprache kommt. Danke fürs Zusehen, liken, kommentieren und abonnieren. Ciao, ciao.